Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Witcher mit mir, XRBX. In der letzten Folge haben wir mehr oder weniger professionell diesen Golem zur Strecke gebracht. Und ja, ich habe schon gerade, ja, ich war so frei und habe die Quest hier gerade aktualisiert, also von der Map hier. Und ja, jetzt müssen wir, so wie es aussieht, wieder zurück. Um den letzten Stein irgendwie zu finden. Der ist dann wahrscheinlich dort irgendwo in der Stadt, in Vysima oder was weiß ich was. Das gehe ich jetzt gerade rausfinden. Was rennt denn dort hinten alles rum? Ach, Ziegelbrenner. Okay, ich dachte schon gerade, da wäre die große, was weiß ich was, ertrunkenen Wanderung. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich noch? Ach, 800, ach, das geht doch noch. Obwohl wir gerade 500 gelatzt haben, ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Da haben wir ganz schön gut angeschäffelt. Ach, da ist er. Kunde? Nicht unbedingt neu, aber ich will wieder rüber. Bringt mich auf die andere Seite. Zeit ist Geld. Habt ihr euch entschieden? Erinnert mich gerade irgendwie an WoW, an die Goblins. Zeit ist Geld! 5 Ohren, sauf geht's. Kann's losgehen? Jupp, sonst hätte ich nicht gefragt. Sonst hätte ich euch wohl kaum bezahlt. Bringt mich in die Stadt. Laden. So. Hallo, Wauwau. Der Wauwau scheint mich irgendwie nicht so zu mögen. Der haut direkt wieder ab. So. Wo sollten wir denn da jetzt... Huch, nein, ich wollte... Ja, das ist ganz toll. Das weiß ich auch. Ich hätte es nur mal gerne gewusst, wo ich in der Stadt hin soll. Kommt man halt gerade nur so vor oder joggt der Geralt gerade so derb langsam? Ist doch sonst immer schneller gerannt, oder? Irre ich mich da gerade? Könnte ja sein, dass ich mich gerade einfach nur irre. Beziehungsweise es einfach nur so vorkommt. Aber naja. Ja, süßes Hund. Eine Beschreibung der Hauptstadt Temeriens mit... Einfach mal alles öffnen hier und gucken, was hier irgendwo drin sein könnte. Käsekuchen oder was immer das war, da ist ein riesen Fisch, den keiner essen will. Ich auch nicht. Ich sehe es kommen. Letzten Endes ist ja nichts drin, ne? Nee. So, Freunde, das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Warum der mir jetzt ausgerechnet hier hin gezeigt hat. Nö, ne? Verstehe ich gar nicht so ganz. Okay. Was haben wir denn so Gutes? Liebe. Fundament haben wir. Jetzt bin ich aus Versehen gegen das Mikro gekommen. Entschuldigung. Königreich hatten wir. Weisheit. Erhabenheit. Ruhm. Verständnis. Gerade leicht bitter.
Liebe haben wir, Königreich haben wir, Verstehen haben wir, Alter, Verständnis. Fundament haben wir, Sieg haben wir. Krone haben wir nicht. Wenn ich Kalkstein das nächste Mal sehe, sollen wir mal wieder zu dem gehen? Vielleicht hilft das ja, ich weiß es ja nicht. Hier hinten? Ja, schon eine Weile nicht mehr stark geregnet, ist klar. Das ärgert mich gerade. Jetzt hätte ich gedacht, dass ich da richtig bin, aber nö. Naja. Gehen wir halt mal kurz zum Kalkstein und gucken, was der so Schönes zu sagen hat. Falls der überhaupt was zu sagen hat. Ah, der ist wahrscheinlich unten. Naja, da ist er und macht sauber. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Ich bin wegen der Anzeige hier. Habt ihr etwas Coolmark für mich? Noch nicht. Aber ich komme wieder. Säumt nicht. Ich brauche es für meine Lösungen. Okay, nein, er hat wahrscheinlich jetzt auch nichts. Ach, Mann. Dann muss ich wahrscheinlich echt einfach warten, oder? Ja, der gute Boxfleisch. Dann gucken wir halt mal nach dem, weil sonst wüsste ich im Moment nicht. Ja. Was ich da groß sonst versuchen sollte, probieren sollte. Die Frage ist, ob wir den Boxfleisch einfach so finden können. Eine Geißel der Götter, dieser Ring. Wenn nicht, habe ich eine kleine Idee, dass ich mal kurz im Internet schaue, wo ich nochmal diese zwei letzten Zeichen herbekomme, weil da fehlen ja immer noch zwei. Das eine mit der Falle, das fehlt, und dann war noch irgend so ein Manipulationszeichen. Da weiß ich gar nicht mehr, wie das hieß. Hatte ich überhaupt ein Level up? Weiß ich gar nicht mehr. Ah, werden wir schon irgendwie rausfinden beim nächsten Meditieren. So, dann lass mal schauen. Ah, guck mal. Was wollt ihr? Habt ihr je das Zeichen der Salamandra gesehen? Schon sehr viele. Gibt's ein Problem damit? Erzählt mir am besten alles, was ihr wisst. Sagt euch der Name Azar etwas? Ich habe einen Grundsatz. Bevor ich jemandem die Kehle aufschlitze, gebe ich ihm einen Rat. Droht mir nie. Merkt euch das. Ich meine, der Ruf ist alles, oder? Ich muss mit euch über die Salamandra sprechen. Warum habt ihr Verbindung mit Hexer Berengar aufgenommen? Was interessiert euch das? Er war mein Bruder. Schaut genau hin. Sehe ich wie eine Nutte aus? Nein. Warum versucht ihr dann, mir einen reinzudrücken? Was geht euch das Ganze an? Er war ein Freund. Die Salamandra haben vielleicht etwas mit seinem Verschwinden zu tun. Komische Freunde habt ihr. Berengar machte gemeinsame Sache mit den Salamandra. Deshalb haben wir ihn beobachtet. Wie sagt man? Deine Freunde seien dir nahe? Deine Feinde noch näher. Er verschwand im Sumpf. Dann heuerte Kalkstein einen meiner Jungs an, um ihn zu suchen. Und der verschwand auch. Das ist alles. Und jetzt haut ab. Eure Leute haben mich im Krankenhaus angegriffen. Geht's noch? Ich hab sie hingeschickt, um einen von uns zurückzuholen. Gut. Ich will das mal glauben. Mir fehlen Beweise. Ich lasse euch erstmal in Ruhe. Danke. Aber ihr versteht sicher, wenn ich euch nicht gleich die Füße küsse. Falls ihr Yavit finden solltet, würde ich gerne davon erfahren.
Und wenn ihr welche seiner Handlanger findet, hätte ich auch nichts dagegen, die zu sprechen. Okay. Ich muss darauf warten, dass Raimund sich an mich wendet. Uah. Okay. Gehen wir jetzt wirklich wieder dorthin? Warum werden wir bei beiden Quests dorthin geschickt, obwohl er kein Schwern mehr ist? Was denn? Herr Malöwe schickt mich. Was fängt an? Er hat neue Informationen. Ihr sollt so schnell es geht in sein Haus kommen. Danke für die Nachricht. Ah. Dann auf zum Raimund. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Ah, sah gerade irgendwie für mich so aus, dass die Dinger sich überhaupt gar nicht bewegen. Nur irgendwie im Himmel rumhängen. Aber sie bewegen sich ja doch tatsächlich. Sodele. Da sitzt er ja wieder. Willkommen. Ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. Erzählt es mir. Wartet. Vergesst nicht, ich habe Unkosten. Wie viel schulde ich euch? 200 Orens. Na gut. Diese Untersuchung wird langsam teuer. Ich bin kein Prophet. Und ich lebe nicht von Wurzeln und Beeren. Meine Informanten auch nicht. Ich garantiere euch, das deckt kaum das Notwendigste ab. Ich habe 200 Orens. Zum Geschäft. Nach dem Angriff haben sie den Gefangenen verlegt. Nicht gut. Zumal er gestern Nacht gestorben ist. Wie ist das passiert? Naja, sein Zustand war zwar bedenklich, aber ich habe so das Gefühl... Dass da jemand ein wenig nachgeholfen hat? Genau. Ihr seid doch mit Shani befreundet. Bittet sie, eine Autopsie vorzunehmen, wenn wir erstmal die Todesursache kennen. Moment mal. Ihr spioniert mir auch nach? Das ist mein Job. Bis später. Okay. Mit Shani einen Termin vereinbaren. Ja, wie spät ist es denn eigentlich? 19:30 Uhr. Nein, dann muss ich wieder zu der alten Vettel. Oh, nee. Ach. Mein Lieblingscharakter in diesem ganzen Spiel, ey. Muss ich nur richtig rennen. Wo war Shani nochmal da hinten? Wie ich diese alte Schachtel hasse, ey. Beziehungsweise wie sie mal auf den Keks geht. So rum, das trifft es wahrscheinlich eher. Und da kommt sie wieder. Wo geht ihr denn hin? Hat euch keine Manieren beigebracht? Ich bin gekommen, um Shani zu besuchen. Sitzt in ihrem Zimmer, empfängt Gäste und bezahlt so gut wie keine Miete. Oh. Das würde ich ja gerne sagen. Das arme Kätzchen. Ihre Mutter kann sich nicht einmal Essen für sie leisten. Und ich will ihr nicht geben, was diese Medizinerin isst. Davon wird sie vermutlich krank. Ah ja. Ah. Aha. Habt ihr Erbarmen mit dem Kätzchen? Alter Oma, was? Ja, komm, 25. Nach oben, mein Prinz. Jetzt macht sie mir aber Angst. Weiche von mir. Hilfe. So, servus. Ja? Nein. Ich habe ein Problem. Ja? Ich brauche eure Hilfe bei einer Autopsie. Eine Autopsie? Seit wann beschäftigt ihr euch denn mit so etwas? Seit ich gegen die Salamandra ermittle. Na gut. Aber ich bin keine Pathologin. Ihr müsst aus unseren Funden selbst schlau werden. Wir treffen uns am Abend. Sammelt bis dahin so viele Hinweise wie möglich.
Ich werde mich umsehen. Ihr müsst den Leichnam vom Totengräber holen. Wir treffen uns am Abend im Krankenhaus. Wie komme ich an Informationen, die bei der Autopsie nützlich sein könnten? Fragt Vincent Mais, aber sucht auch nach Büchern über Anatomie und Pathologie. Wir sehen uns später. Ah, das werden ja schon wieder derbe Unkosten, ey. Meine Güte. Naja. Was meine Güte. Ja, dann würde ich sagen, wir machen hier wieder einen kleinen Cut und das nächste Mal gehen wir dann zum Vincent Mais und machen einen kleinen Exkurs hinsichtlich Anatomie und Pathologie. Also, wir sehen uns. Tschüss!